Auf den Spuren von Essbaren Wildkräutern und Pflanzen in der Eilenriede, einem der größten Stadtwälder Europas. Da gibt es einige kulinarische Köstlichkeiten zu entdecken. Um genau zu sein, viele hundert verschiedene. Doch nicht alle Pflanzen sind essbar. Daher sind gewisse Vorkenntnisse gefragt. Wie bei so einer Auswahl ein möglichst bedenkenloses Sammeln für jedermann funktionieren kann, erklärt Leiter der Waldstation Eilenriede, Hans-Peter Geiges. Also ich würde mal behaupten, Sie müssen sich erstmal mit dem Thema insofern befasst haben, dass Sie wissen, was welche Kräuterarten, ne, zu welcher Jahreszeit gut bekömmlich sind, ne, die dann auch sicher erkennen. Sprich, also eine gewisse Artenkenntnis schon sich aneignen. Ne. Das kann man mit Büchern, das kann man mit Apps, die hilfreich sind, aber eben immer nur in Verbindung auch mit guten Büchern, mit Fachbüchern anzuwenden gehen. Hat man dann den Durchblick, stellen die Wildkräuter und Pflanzen eine sinnvolle Ergänzung für den Speiseplan dar. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Vom wilden Hopfen als Spargelersatz, über japanischen Knöterich mit Rhabarberaromen, bis hin zum Brennnesselspinat. Nicht nur die Geschmacksnerven kommen dabei auf ihre Kosten, auch tut man etwas für das eigene Wohlbefinden. Und wichtige Vitamine und Spurenelemente finden sich nicht nur in Pflanzen und Kräutern. Zum Beispiel ganz früh im Frühjahr wäre, ich sag mal, die Blätter von Bäumen zum Beispiel zu nennen. Ne? Wenn man einfach die ganz, ganz jungen Austriebe der Rotbuche, der normalen Rotbuche nehmen würde, Blätter von Ahorn, Ulme, was auch immer, ne? Die Laub- oder Kirsche, Birke, das sind alles Baumarten, die sozusagen in ganz, ganz jungem Zustand sehr gut schmecken, sehr bekömmlich sind und sehr, sehr vitaminreich auch sind. Bei so vielen versteckten Nährstoffen im Wald beißt man auch als Redakteur schon mal zu. Wichtig ist es stets, das Gesammelte vor dem Verzehr gründlich zu waschen und nicht zu großflächig zu ernten, damit der Bestand erhalten bleibt. Vorsicht ist auch mit Blick auf Verwechslungsgefahr mancher Pflanzenfamilien geboten, die je nach Art essbar oder giftig sein können. Hier geht nichts ohne fachkundigen Experten. Ist man aber mit den nötigen Kenntnissen ausgestattet und sammelt mit Bedacht, bieten die Pflanzen neben der Bereicherung für die Küche sogar oft eine heilende Wirkung. Sie sind oft auch als Heilkräuter verwendbar, ne? Das heißt also, haben immer so einen Nebeneffekt auch noch, weil bestimmte Inhaltsstoffe dann auch für bestimmte Leiden vielleicht früher verwandt worden sind. Aber da steckt ja oft noch was, sagen wir, sehr Gehaltvolles drin, im Sinne von, das sind natürlich alles mild wirkende Heilanwendungen, also nicht so wie heute, ne, dass man ein Medikament schluckt, ein paar Tage später muss schon der Effekt da sein, sondern da geht es um langfristige Wirkungen in der Regel. Ne? Als Ergänzung zum gewohnten Speiseplan können Wildkräuter und Pflanzen zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung beitragen. Das alles und vieles mehr kann man bei der Waldstation Eilenriede und in vielen weiteren kostenlosen Führungen im Rahmen des Programmes Grünes Hannover 2022 entdecken.